Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Yay or Nay. Heute mit dem Spiel Stick Warriors, nee, Warrior Hero Battle. Ich habe keine Ahnung, was mich hier erwartet. Hab gerade kurz was von zwei Spielern gesehen. Aber Fun Fact, ich bin hier gerade nur alleine am Computer, deswegen machen wir mal den Einspieler-Modus. Oh, ist das laut. Ja, was haben wir denn zur Auswahl? Green Nightmare, Forge Weapon, Green Nightmare, Mr. Superior, Ultra Blade. Okay, das finde ich irgendwie ein bisschen sehr trashig. Erstmal wertneutral trashig. Was muss ich hier denn machen? WASD und Arrow Keys. Was? Ach, das ist so wie Stick Game, aber was mache ich hier denn? Wie schieße ich denn überhaupt? Ach so, hä? Oh mein Gott, ist das schrecklich. Scheinbar bewege ich mich in W, A, S und D und kann mit den oben, unten, links, rechts Tasten irgendwie angreifen oder es zumindest versuchen anzugreifen. Das ist, glaube ich, die bessere Formulierung. Ich frage mich, ob alles, was ich einsammle, auch gut ist, aber ich habe jetzt erstmal alles eingesammelt und gehe mal ins nächste Level. Oh, jetzt kämpfe ich gegen Spider-Man. Also, ich hatte ja letztes Mal schon was von einem Originalspiel abgekupfert war. Scheinbar ist jetzt das der neueste Trend. Ich habe keine Ahnung. Also, gefühlt kann ich nichts kontrollieren. Was ja auch bei Stick Game so der Fall ist. Jetzt ist natürlich die Frage, ob man sowas im Einzelspielermodus spielen will. Weil wenn man Stick Game oder Stick Fight The Game heißt es, glaube ich. Wenn man das mit Leuten zusammen online spielt, kann man schon sehr viel Spaß haben. Ich weiß nur nicht, ob ich hier jetzt, wenn ich das zu zweit am Computer spielen würde. Ich meine, der eine benutzt ja schon WASD und die Pfeiltasten. Wie will der andere dann spielen oder steuern? Das ist also zum Glück nicht mein Problem, weil ich es niemals ausprobieren werde. Aber es wäre interessant zu wissen, wie sich die Menschen, die dieses Spiel entwickelt haben, gedacht haben. Und hier fehlen mir so ein bisschen die Schusswaffen aus Stick Game oder Stick Fight The Game oder wie es auch immer heißt. Ich meine, ist natürlich ganz witzig, aber auch relativ unkontrolliert, was ich hier mache natürlich. Kann ich mich denn auch irgendwie umbringen? Oder was bringt das denn hier jetzt, dass ich die getötet habe? Ich krieg scheinbar irgendwie Geld. Okay, und von dem Geld kann ich mir jetzt offensichtlich irgendwas kaufen. Ich mach mal Endless. Kann ich mir denn jetzt schon einen kaufen? Ich nehme mal hier den Hulk mit dem Baseballschläger. Ich wähle den mal aus. Scheint mir eher so, als gäbe es hier zwei... What the fuck? Dieser Endlos-Modus scheint ein bisschen sehr merkwürdig zu sein. Ich kämpfe jetzt einfach gegen mehrere Leute gleichzeitig und muss wahrscheinlich irgendwie überleben oder so. Das kann ja eigentlich nicht mehr so lange dauern. Bei der Anzahl an Gegnern hier. Also es ist echt im Prinzip wie Stick Game, nur ein bisschen schlechter. Ja, vier Gegner auf einmal, warum nicht? Bin ich tot, ne? Was passiert jetzt? Okay. Ich will mal einfach Interessenshalber, also ich spiele jetzt natürlich nicht echt wissen, wie die sich vorstellen, wie man das zu zweit spielt. Arrow Keys, WAS, A und D. Okay, jetzt steuere ich zwei. Ach so, jetzt kann ich die Waffen quasi gleichzeitig steuern. Vorher habe ich WASD zum Steuern und die Pfeiltasten für die Waffen. Jetzt steuert man beides irgendwie gleichzeitig und Barry kämpft hier in einem epischen Kampf gegen sich selber. Welcher Barry wird gewinnen? Es ist Spieler Nummer 1, Barry. Ja, keine Ahnung. Das Spiel ist nicht vollkommen schlecht oder so, aber irgendwie, wenn ich sowas spielen wollen würde mit Leuten zusammen, würde ich mir doch das andere eben schon auf der Bitte Spiel holen. Und der Einzelspielermodus ist ja auch nicht so motivierend. Von daher gebe ich ein Nay. Hat mich jetzt nicht so vom Hocker gerissen, das Spiel, um ehrlich zu sein. Aber falls ihr doch Spiele sucht, die man zu zweit am Computer spielen kann, die umsonst sind und ihr das toll fandet, dann ja, der Link ist in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.